Danke Ihnen, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Verschiedene große Zeitungen berichteten im Sommer 23 doppelt so viele Hitzetote wie Verkehrstote. Das klingt jetzt zunächst ziemlich alarmistisch in einem Land, das selbst das 177 wärmste auf diesem Planeten ist. Aber Lauterbach, selbst im Urlaub in Italien in dieser Zeit, legte dann auch gleich auf dem Nachrichtendienst X nach. Die Hitzewelle hier ist spektakulär. Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft mehr haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. Eine Äußerung, die wiederum auf italienischer Seite für reichlich Verwirrung sorgte, wo man solche Temperaturen allgemeinhin einen guten Sommer nennt. Und so schaltete sich dann auch gleich das Ministerium für Tourismus ein und empfahl dann Lauterbach doch demnächst gerne wieder nach Italien Urlaub zu machen. Aber wie kommt es zustande, dass ausgerechnet Deutschland, wir erinnern uns, das 177 wärmste Land der Welt, mehr Hitzetote in den offiziellen Statistiken aufweist als beispielsweise das eben genannte Italien? Die Antwort ist relativ einfach. Das Robert-Koch-Institut, wir kennen es noch, als es Corona-Tote erfasste, erfasst einfach jeden durchschnittlich zu viel im Sommer Verstorbenen als Hitzetoten. Also nicht etwa durch direkte Einwirkung von Hitze, zum Beispiel durch einen Hitzschlag, sondern jeder, der irgendwie bei 100 möglichen Confoundern im Sommer mehr stirbt als erwartet, ist ein Hitzetoter. Analog käme also eine mögliche Zweigstelle des Robert-Koch-Instituts in der Antarktis zu dem Ergebnis, dass jemand, der dort im Juli eben da erfrieren würde, ein Hitzetote sei. Man ist immer wieder erstaunt, was in Wissenschaft passiert, wenn die Politik dort ihren Einfluss geltend macht. Das heißt natürlich nicht, dass man Hitzewellen auf die leichte Schulter nehmen soll. Bei allem Spott über die politisch orchestrierte Panik vor der Hitze. Schließlich haben auch wir bereits vor Jahren gefordert, mit Hitzeschutzaktionsplänen besonders gefährdete Personen vor hohen Temperaturen zu schützen. Investitionen in eine Klimaanlage im Altersheim oder eine weitere helfende Hand, die im Sommer auf die Trinkmenge der Bewohner achtet, sind sinnvolle und vor allen Dingen vergleichsweise günstige Investitionen, wenn man bedenkt, was Sie gedenken auszugeben, um aus Deutschland heraus das Weltwetter zu ändern. Sie haben damals natürlich abgelehnt und so werden Sie auch heute den Antrag ablehnen, obgleich sowohl global als auch in Europa ungefähr, und da ist sich die Wissenschaft einig, 10-mal mehr Menschen durch Kälte als durch Hitze sterben, vor der Sie also eindringlich warnen und geradezu eine Panik auf den Weg bringen. Und so ist es mindestens sinnvoll, dass wir uns hier an dieser Stelle um eben Kälteschutzaktionspläne unterhalten, wenn Sie doch an anderer Stelle eben die Hitzeschutzaktionspläne doch so leidenschaftlich diskutieren. Jedes Jahr erfrieren immer wieder Menschen mitten in unseren Städten, auch hier in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen. Ein Armutszeugnis für jede Sozialpolitik und ein sonst hochentwickeltes Industrieland. Das allerdings stellt nur die Spitze des Eisbergs dar, wie wissenschaftliche Erforschungen beispielsweise in den USA zeigen. Dort sterben zwar jedes Jahr 12.000 Menschen an extremer, aber 132.000 Menschen an moderater Kälte. In London ereignen sich über 70% der kältebedingten Todesfälle an Tagen mit mehr als 5 Grad Celsius. Extrem niedrige Temperaturen, die schneller zum Tod führen, zugestanden, treten nur an wenigen Tagen oder Wochen im Jahr auf, während es Wetterlagen mit gemäßigt niedrigen Temperaturen viel öfter gibt, insbesondere bei uns. Aber bereits moderate Kälte kann den Körper unter massiven Stress setzen, der für eine Zunahme beispielsweise von kardiovaskulären Ereignissen führt und so weiter und so weiter. Insbesondere vor dem Hintergrund der gestiegenen Energiepreise und dem konsekutiv angepassten Heizverhalten vieler Bürger, die sich schlicht nicht mehr leisten können, eine warme Wohnung zu haben, was dann von der Bundesregierung wiederum als vorbildlich geframed wird, sind die Auswirkungen auf die Gesundheit und auch auf das Leben der Menschen geradezu absehbar. In Großbritannien sind die Kältetoten daher im letzten Jahr auch unter gestiegenen Energiepreisen bereits um 20% angestiegen. Für Deutschland werden solche Zahlen vorsorglich erst einmal gar nicht erhoben. Auch das ist wiederum ein Offenbarungseid für Ihre Sozialpolitik. Es ist daher dringend und dringender denn je, genau jetzt hinzusehen und überhaupt uns in die Lage zu versetzen, mit vernünftigen Zahlen die Größe des Problems auch in Deutschland zu erfassen und dann zielgenau und effizient in Zusammenarbeit mit den Kommunen helfen zu können. Und von daher kann ich Sie an dieser Stelle nur einmal bitten, unserem Antrag zuzustimmen, auch wenn Sie sonst gerne in Hitzepanik verfallen, doch zumindest hier an dieser Stelle Herzenswärme zu zeigen. Vielen Dank.